Hallo liebe Leute und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Angespielt. Wir spielen, wie ihr alle sehen könnt, den ersten Teil von Deponia, entwickelt von Deadlick Entertainment aus dem Jahre 2012. Und ja, der Weg hierhin zu Deponia, der war schon ein bisschen lang und steinig, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was soll ich jetzt als nächstes antesten oder anspielen. Und habe zeitweise an The Evil Within gedacht, allerdings hat da irgendwie bei der Aufnahme das Spiel so geruckelt, die Frames sind so eingebrochen, was mich jetzt irgendwie ein bisschen, ja, erstmal geschockt und verwundert und natürlich auch total aus der Bahn geworfen hat. Ja, und dann kam ich eigentlich darauf, auch endlich mal was anderes auszuprobieren, und da dachte ich an Point-and-Click-Adventures, denn die habe ich früher tatsächlich gerne gespielt. Allerdings wirklich sehr, sehr früher. Also das letzte Point-and-Click-Adventure, welches ich durchgespielt habe, das war, und jetzt haltet euch fest, Discworld 2 aus dem Jahre 1997. Ich weiß, liebe Leute, viele von euch waren zu dieser Zeit noch nicht mal auf dieser Welt. Aber, naja, ich bin halt ein alter Knochen und, gut, das nächste Spiel, was ich danach gespielt habe, das war, glaube ich, The Curse of Monkey Island, also Monkey Island 3. Ich weiß nicht mehr, aus welchem Jahr das war, 98, 99. Und das habe ich aber nicht durchgespielt und seitdem, ja, immer mal wieder zwischendurch geguckt. Dann gab es irgendwie jahrelang irgendwie Flaut und jetzt soll hier mit Deponia tatsächlich mal wieder was richtig Gutes auf dem Markt sein. Und ich habe mir zuerst irgendwie Goodbye Deponia, die Demo, gezogen. Dann habe ich mich erstmal schlau gemacht und gesehen, das ist der dritte Teil. Oder beziehungsweise schon. Dann habe ich gedacht, ziehst du erstmal den ersten Teil und schaust dir das an. Und nebenbei bemerkt, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Und sorry, wenn man das merkt, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Ich habe doch gerade eben die Musik ist irgendwie ein bisschen penetrant, oder? So, ich hoffe, das ist nicht allzu laut, wenn ich spiele. Ich würde mal ganz einfach sagen, genug gelabert. Jetzt haben wir über 2 Minuten hier schon irgendwie Ansage gemacht. Starten wir einfach. Das ist, wie gesagt, eine Demo. Und wenn mir das Spiel gefällt, dann werde ich mir höchstwahrscheinlich auch die Vollversion kaufen. Und dann, naja, je nachdem, wenn es richtig gut ist und gut läuft, dann, naja, wir gehen erstmal auf Neustart. Was? Wieder den Inventarmodus. Inventar mit Mausrad empfohlen, oder? Per Klick, klassisch. Aha. Oder hier mit... Pff, ja, machen wir halt so. Bei jedem... Was denn jetzt noch? Sollte das Spiel nicht längst starten? Ja, schon. Aber die Schrottpresse ist kaputt. Und was? Da dachten wir, wir nutzen die Zeit für ein Tutorial. Wer dachte das? Ich brauche kein Tutorial. Und wie willst du dann die Schrottpresse reparieren? Schau einfach zu und lerne. Vielleicht hörst du dir lieber vorher an, was ich zu sagen habe. Du hast hier aber nichts zu sagen. Ach, komm schon. Dauert doch nicht lang. Zeig einfach mit dem Cursor auf mich und mach einen Linksklick. Mal sehen. Okay, sollen wir das direkt machen oder machen wir ein bisschen Klamauk? Jetzt haben wir hier gar keine Musik im Hintergrund. Was ist das denn hier, ein Knopf? Ich bin hier oben. Das weiß ich. Wolltest du mich nicht ansprechen? Einfach auf mich zeigen und klicken. Ja, gibst du dann endlich Ruhe? Eigentlich wollte ich dir den nächsten Tipp geben. Wie aufregend. Okay, gut, dann verfolgen wir es jetzt mal. Ich hoffe, es ist jetzt nicht nur das... Ich hoffe, es ist jetzt nicht nur das Tutorial, welches wir spielen. Naja, gucken wir einfach mal. Wenzel, wie heißen wir? Weiß ich gar nicht. Wie gesagt, ich kenne Deponia gar nicht. Liebe Leute und liebe Freunde des Point-and-Click-Adventures, bitte verzeiht mir. Computer, Wenzel ansprechen. Das musst du nicht extra sagen. Wer redet denn mit dir? Na du? Du hast mich angeklickt. Klugscheißer. Verrat mir lieber mal, was mit der Schrottpresse nicht stimmt. Sie drückt nur noch ganz sanft und matscht nicht mehr richtig. Das sieht doch nun wirklich jeder Idiot. Na, dann moderier du doch das Tutorial. Ein Klacks. Zuerst erkläre ich dir mal... Ja, wie man jemanden anspricht, wie man ein Objekt ansieht. Ja, gehen wir mal von oben durch. Ich denke, wir müssen eh alles durchgehen, also... Wie man jemanden anspricht. Hm? Du klickst mit dem Mundsymbol auf einen Menschen? Völlig falsch. Was? Ich habe dich nämlich mit dem Sprechblasensymbol angesprochen. Jeder weiß doch, dass es in diesem Spiel kein Mundsymbol gibt. Dafür aber das Sprechblasensymbol zum Reden. Und mein Lieblingssymbol, das Rufus-Kopf-Symbol zum Dinge anziehen, essen und trinken. Wenn du das schon nicht kapierst,
Wie soll ich dir dann jemals beibringen? Wie man jemanden anspricht. Aber das haben wir ja schon, also machen wir mal, wie man Objekt ansieht. Wie man ein Objekt ansieht. Das weiß ich doch. Aha, und wie? Ich zeige mit meinem Mauszeiger darauf und klicke rechts, wenn ich das Augensymbol sehe. Ja, die Theorie ist einfach, aber wie sieht es mit der Praxis aus? Hey, das ist dein Tutorial. Du willst dich doch nicht etwa drücken. Aber nun gut, ich werde es dir vormachen. Siehst du dieses kleine Ding auf dem Boden dort drüben? Ich werde nun mit dem Zungensymbol... Dem Augensymbol. Ich werde nun dort draufklicken und es mir so ansehen. Pass also gut auf. Aha, okay. Dann tun wir das jetzt mal hin. Okay, wir sind also Rufus und... Was ist das? Das ist ein Kathodenstümpel. Danke für den Input, was? Wenzel. Aber ich erkenne ja wohl eine hydrale Klemmzweige, wenn ich sie sehe. Blöd, dass ich sie nur ansehen kann. So eine Zweige könnte noch richtig nützlich werden. Du kannst sie mitnehmen. Du musst nur mit der Maus drauf zeigen, sodass das Handsymbol erscheint. Ja. Klicke dann links und du hebst sie. Doch. Nein, das muss einfacher gehen. Wenn du meinst. Okay, kann ich sie jetzt nehmen? Guck an. Okay. Ich habe die Klemmzweige aufgehoben, aber was mache ich jetzt damit? Du steckst sie in dein Inventar, wo all deine Gegenstände hinkommen. Ja, das haben wir gemacht. Du hast das Ding aufgehoben. Jetzt kannst du... Okay. Gut, wir können es mit einem Klick überspringen. Hey, da ist es ja. Ach, genau. Das hier ist dein Inventar. Schon klar. Und hier kannst du dir alles ansehen, was du mit dir rumträgst. Du weißt doch noch, wie das geht, oder? Ja, klar, sicher. Wie kommt dieses seltsame Ding in mein Inventar? Keine Ahnung. Vielleicht brauchst du es für das Tutorial. Ja, Tutorial, super. Schmutorial. Was? Und das hier Yin? Wir haben einmal Yin und einmal Yang. Gut. Was mache ich hiermit? Sieht aus wie ein zerbrochenes Ersatzteil. Na, dann pass mal auf, wie ich es repariere. Okay, dann nehmen wir das und kombinieren es damit. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Und das meine ich ernst. So, jetzt haben wir ein Ersatzteil. Das schauen wir uns mal an. Sieh her, Wenzel. Es ist fast vollbracht. Beeindruckend. Okay, gut. Dann gehen wir wieder raus. Und wenn jetzt den... Wenn du soweit bist, musst du... Jetzt mach mal halblang. Es ist nur ein Knopf. Das schaffe ich wohl auch ohne dich. Genau. Dann drücken wir mal den Knopf. Wenn du soweit bist... Jetzt mach mal... Das schaffe ich wohl auch... Drück den Knopf. Hallo? Bist du doof? So, dann nehmen wir mal den Knopf und... Ich glaube, das kommt woanders hin, Rufus. Natürlich. Ich wollte nur testen, ob du noch aufpasst. Genau. Okay, unauffällige Aussparung. Ha, es passt. Als nächstes musst du... Du brauchst mir nicht alles vorzukauen. Den Rest schaffe ich schon allein. Wie du meinst. Ups. Gut, darf ich jetzt auf den Knopf drücken? Rufus? Einen Tipp hätte ich da noch. Ja. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es auch ohne deine Hilfe schaffe. Ich muss jetzt nur noch diesen Knopf hier drücken und schon... Wow. Ach, ich liebe Tutorials. Das hätte ich selbst nicht schlechter machen können. Du alte Memme, denkst du hast Probleme? Weil etwas abwascht, die Spüle verstopft. Was? War das Gezeter, Gedenke der Väter. Sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, war einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit brach er, ich bin's leid. Macht euer Mist mal allein, ich muss weg. Ja, klasse Sache. Deponia. Ja, das fängt ja richtig gut an. Jetzt genau in dem Moment habe ich es bereut, dass ich die Musik doch ein bisschen zu leise gedreht habe. Aber gut, okay. Das kann man ja vorher nicht wissen. Okay, ich hoffe, das war es jetzt aber nicht, oder? Frei dem Motto, du bist jetzt durch ein Tutorial durch und... Ah, gut. So. Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ja. Ach nein, es ist Müll. Hm. So,
Das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Ah ja. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Gut. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Ah ja, okay. Gut, jetzt können wir uns endlich frei bewegen. Ich habe mich ein bisschen eingelesen. Ich weiß, wir sind Rufus und wir leben auf einer Müllhalde und die wollen wir schnellstmöglich verlassen. Und wir müssen jetzt alte Fluchtpläne suchen. Na komm, nimm die mal. Ach, meine alten Fluchtpläne. Einige davon waren nicht übel. Und die kannst du nicht nehmen? Okay. Die kannst du nicht nehmen und wir haben hier mehr oder weniger einen... Ah, da ist ja meine Liste. Ja, sehr schön. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Okay. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Ja. Hauptsache Proviant und Socken. Die sind immer gefragt. So, was? Ein Fernrohr? Können wir da mal durchgucken? Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Okay, mit dem Fernrohr können wir jetzt nichts großartig machen. Das ist ja fast schon so wie ein Wimmelbild hier, ne? Okay, den Koffer, können wir da noch irgendwas machen mit dem Koffer? Außer ihn zumachen und aufmachen. Es fehlt nur noch etwas Proviant, der Seitenschneider, ja, die Zahnbürste, ein paar Socken und das war's. Okay, gut, dann lass uns mal los hier. Okay, wir gehen jetzt erstmal zur Truhe. Schauen das ist die Kiste, die mir mein Vater vermacht hat, bevor er mich im Stich ließ. Ich will sie nicht öffnen. Ich will keine weiteren Enttäuschungen erleben. Aber gerade eben erlebe ich jetzt eine Enttäuschung. Hallo? Guck dir mal die Öldose an. Ach, die ist drin. Okay, haben wir hier was in der Öldose drin? Das Öl ist so ranzig, das kann ich mir höchstens noch in die Haare schmieren. Das Beste daran ist die Dose. Okay. So, gibt es ein Schweißgerät? Guck an. Das nehmen wir natürlich auch gleich mit. Wir nehmen uns natürlich sofort alles mit, was wir mitnehmen können. Gut, wir müssen, denke ich mal, durch die Tür. Sehr schön. So, ach, guck an, die Zahnbürste. Das ist doch schön. So, hätten wir... Was? Was? Also, die Zahnbürste ist weggelaufen. Boom. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Wo ist die jetzt? Wo? Ach da, in dunkle Ecke. Hallo? Put, komm zu Papa. Kommst du wohl her? Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Ja, pass auf, wir haben doch hier diese Altöldose. Mit der kann man sicherlich, weil die so alt und ranzig ist... Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Die Trinkwasserversorgung zum Beispiel. Genau. Wir gehen jetzt erstmal zum Waschbecken. Schauen uns da mal um. Kommt da Wasser raus? Boah, was für eine Plörre. Jetzt schauen wir... Okay, die Spinntür. Machen wir die mal auf. So, ach, guck an, der Seitenschneider. Können wir den jetzt nehmen? Super. Waschmittel. Okay, mehr ist hier nicht. Dann machen wir hier mal zu. Dann, Toni sagt, ich bin dran, das Bad zu putzen. Das ist einfach nur unfair. Sie ist nie dran. Dabei warte ich schon seit Wochen. Ja, wer ist Toni? Okay, postmenstruale Memo. Was? Eine postmenstruale Memo? Schau sie dir mal an. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Mach endlich das Bad sauber. Das könnte ihr so passen. Eben. Wir sind Männer. Wenn wir einmal was gesagt bekommen, was wir machen müssen, dann machen wir das auch. Dann muss man uns nicht immer irgendwie, ne, jedes halbe Jahr dran erinnern. Naja, der Witz ist so alt, wie er schlecht ist. Und gucken wir uns mal die nächste Sache an. Verschlossen. Hier. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Okay. Toni. Tonis Zimmertür. Geh hin. Ja, dann gehen wir mal. Was denn nun? Alter! Was ist das? Kann es sein, dass liebe Toni nicht möchte, ein dass wir... Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Aha, eine heftige Memo.
Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. Eigentlich wollten wir gerade genau das. Aber du hast recht. Hinter, was? Hinter Tonis Hütte. So, wir müssen ja auch irgendwie erstmal... Gucken wir mal, ob wir erstmal in die Toilette rein können. Oh, okay, gut. Hier sieht's nicht... Was? Aha, guck mal hier. Haben wir hier irgendwas zum Gucken? Nein? Gut, dann lass uns mal weiter runtergehen, bevor wir wieder das Raum, den Raum hier verlassen. Schauen wir uns mal um. Ach, guck an, wie schön. Was, eine mistige Memo? Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lass es mal drauf ankommen. Ey, sag mal, diese Toni. Ich will jetzt. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Ja gut, aber ne, man muss sich ja auch die Arbeit teilen. Was hast du denn jetzt gemacht? Ein Topf mit Wasser? Kann man da eigentlich das Waschmittel reingeben? Jetzt haben wir Topf mit Waschmittel. Gut, kann man da jetzt irgendwie... Okay, ich bin mir jetzt nicht sicher. Die Gabel? Kann man die Gabel mitnehmen? Sehr schön. Gut, was ist hier für eine zickige Memo? Das sieht ja mal besser hier. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Also, das kann nicht sein, dass wir ganzes Essen verputzt haben. Wir putzen grundsätzlich nicht. Ach, guck an, Socken. So, haben wir denn noch was? Nein, gucken wir uns das mal an. Eine Socke habe ich schon mal, aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen, wenn ich nach Elysium komme. Nein, das wollen wir definitiv nicht. Dann schauen wir uns mal den Mantel an. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Das war der Plan. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Mhm, guck an. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Ja, hast du recht. So, kann man jetzt die Socken kombinieren? Sieht nicht so aus. Das sind immerhin schon mal zwei Socken. Aber ich brauche ein paar. Ich will ja nicht wie ein Idiot rumlaufen. Ja, okay. Ach, schade. Was? Vollgekrümeltes Sofa. Aha, aha. Gucken wir uns das mal an. Noch eine Memo. Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Okay, nervige Memo. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ja gut, aber das ist ja keine Couch. Das ist ja hier ein Sofa oder ein Sessel. Nämlich ist kleinkariert, aber ich meine, das ist doch ein Unterschied. Jetzt also... Kalt. Ja, dann mach ich nochmal an. So, gehen wir mal hier hin. Na, hallo? Dann nehmen wir mal das Handschweißgerät. Kann man damit den Ofen anheizen? Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Ja, gut, dann nehmen wir mal einen Haufen Zettel. Die Zettel verbrennen? Keine schlechte Idee. Jetzt brauche ich nur noch die richtige Feuerstelle und auf geht's. Ja, siehst du? So. Okay, das ist doch ein Rätsel nach unserem Geschmack. Wenn Toni nicht so viel Zeit mit Meckern verschwenden würde, könnte sie mehr Geld für Essen ranschaffen. Genau, sehe ich genauso. Ja, du sollst, ach so, okay. Und rein damit. Jawohl. So. Und jetzt das Handschweißgerät. So. Wow. Ach, wie schön. Jetzt können wir den Ofen auch zumachen. Und jetzt haben wir eine Herdplatte, mit der wir was machen können. Den Topf mit Waschmittel drauf. Können wir das machen? Tatsache, ernsthaft? Was haben wir jetzt davon? Ich meine, wovon profitieren wir da? Und die Altöldose rein. Was hältst du davon? Ich finde bestimmt einen besseren Platz, um das Altöl zu entsorgen. Vollkommen die Trinkwasserversorgung klar. Zum Beispiel. Genau, genau. Wollte ich auch sagen. Was haben wir denn hier noch? Sancho's Gerät selbst. Die Socken, kann man die Socken
Na? Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Ja, gut. Dann pack die da rein. Und dann nochmal eine Socke. Wenn wir die beiden nämlich waschen, sind die nämlich identisch und wir haben ein Paar. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Ja, okay. Haben wir irgendwas zum... Nee, haben wir nicht Seitenschneider, eine Gabel? Können wir mit der Gabel die Socken rausfischen? Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Ja, aber nee, wo ist die andere? Nicht. Was? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Wie jetzt? Was? Wie? Autsch! Verdammt. Ja. Wo ist die Gabel? Hallo? Kann ich mir einen Seitenschneider... So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich... Ja, und nu? Geh mal weg, hör mal auf. Ja, schade. Gut, eine Socke haben wir gekocht, warum auch immer. Und jetzt, wir müssen auf jeden Fall hier... wie kriegen wir das hin? Was haben wir hier alles? Wir können damit scheinbar nichts machen. Wir gehen mal vor Tonis Hütte. Hütte. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay. Kann ich denn... geh mal hoch. Geh mal hier hin. Kannst du hinter Tonis Hütte? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Okay, das heißt, wir müssen hier drin bleiben und wir müssen hier irgendwie... Put. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Genau, wir nehmen jetzt nämlich die Socke und fangen damit unsere Zahnbürste. Ob ich hier die zweite Socke finde? Ob ich hier die... du solltest eigentlich... Okay, dann halt nicht. Das wird jetzt interessant, Hausapotheke. Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Ja, toll. Ich würde jetzt gerne... Okay, Toilettentür. Habe ich hier irgendwas übersehen, was ich noch eventuell nutzen könnte? Waschbecken, wir haben das hier unten. Boah, ich habe schon ewig nicht mehr sowas hier gespielt. Das ist zwar schön, aber... Vollgekrümmtes Sofa, kann ich was damit anstellen? Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi, aber ohne Behälter. So, ohne Behälter. Die gute alte Couch. Schade, dass im Fluchtapparat kein Platz. Hier kamen mir immer die besten. Außerdem findet man immer ein paar. Ja, okay. Halt mal die Klappe. Kann ich jetzt mit der alten. Warte mal. Kann ich die jetzt nicht hier und oben. Weg damit. Ja, super. Geht doch. Wollte ich schon sagen. So, und jetzt kann ich mit dieser Dose. Ja, na, komm mal her. Mit der leeren Dose die Zahnbürste einfangen? Geht das? Ich bezweifle, dass ich da was Appetitliches finde. Okay, dann füllen wir das mit Wasser, warum auch immer. Hey, hier fehlt ja doch Öl. Verdammt! Was? Dein Ernst? Gut, können wir damit hier unten was anfangen? So, gucken wir mal. Können wir den Topf... Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Ja. Hey, hier fehlt ja doch Öl. Verdammt. Das ist so unwitzig, Kollege. Hey, hier... Verdammt. Ja, ich möchte aber... Drück mal. Boah, was für eine... Okay, kann ich jetzt vielleicht mit der Socke da ein bisschen Klamauk machen, dass ich die da... Ich glaube nicht, dass dann noch eine Socke... Okay, Spüle und Kühlschranktür. Mach die mal zu. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, wir haben hier ja nichts mehr. Was kann ich hier noch machen? Großartig. Vortun ist hier... Darf ich nicht? Warte mal. So, können wir das hier mitkommen? Das muss nicht eingedost werden. Nee. Da sind schon genug verfluchte Glühwürmchen. Okay. Da sind schon genug... Mit der Liste wohl auch. Eine Socke habe ich schon mal. Aber ich brauche ein... Ich will ja nicht wie ein Idiot... Naja, klar, sicher. Du willst nicht wie ein Idiot rumlaufen. Gut, gehen wir nochmal in Rufus Zimmer. Gucken, ob ich da was vergessen habe.
Ich habe nämlich so ganz das Gefühl, mit der Truhe lässt du dich wirklich nicht überzeugen, Kollege. Nee, wie es aussieht, haben wir hier wirklich gar nichts. Es fehlt nur noch etwas. Der Seitenschneider, warum auch die Zahnbürste, ein paar Socken und das war. Gut, jetzt gucken wir mal, ob wir den Seitenschneider schon mal in den Koffer legen können. Geht das? Seitenschneider, warum auch immer, check. Sehr schön, gut. Dann haben wir eine Socke zumindest schon mal. Ich sollte erst das passende Gegenstück zu dieser Socke finden. Ich will ja nicht wie ein Idiot. Ja, ja, du willst nicht wie ein Idiot rumlaufen. Ach. Gut, ja, lass die mal da. Und eine leere Dose, kann man die damit benutzen? Für diesen Schrott werde ich in Elysium keine Verwendung mehr. Ich sollte mich beim Packen lieber an die... Ja, ist ja gut, okay. Warte mal, die Liste nochmal. Das habe ich, die Zahnbürste. Es fehlt nur noch die Zahnbürste. Okay, Proviant. Es fehlt nur noch etwas Proviant. Es fehlt nur noch ein paar Socken. Ja, und das war's, Kollege. Okay. Ein bisschen Proviant. Wo kriegen wir denn das Proviant her? Vor allem, wie kriegen wir die Socke hier gefangen? Und wo soll hier Proviant sein, wenn... Moment mal, die Wasabi-Nüsse. Kann ich die nicht in die leere Dose packen? Hm, da sind scheinbar noch ein paar Wasabi... Ach, guck an. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Alter, dein Ernst? Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Ja, schade. Die gute alte Schade, dass im Bierkern mehr... Okay. Gut, jetzt haben wir hier Proviant, die Wasabi-Nüsse. Was haben wir jetzt noch gebraucht? Also einmal Socken und was? Und die Zahnbürste, stimmt. Socken und... Hey, achso, ich muss die da oben hinlegen. Okay, gut, die Zahnbürste. Wie kriegen wir die Zahnbürste? Vor allem, wie kriegen wir... Was ist, wenn ich den Ofen... Nein, du sollst den ja... So, und jetzt, wenn ich jetzt nochmal mit dem Gerät da reingehe, geht das? Der brennt doch schon. Ja, ich möchte aber eher... Entschuldigung, du hast recht. Und wenn ich jetzt die Socke da reinschmeiße... Ob ich hier die zweite Socke finde? Probier. Nicht? Nope, keine zweite... Was? Nein. Du sollst in den Topf... Genug gewaschen, sonst meldet sich mein Ausschlag. Keine weiteren Informationen. Ja, nein, du willst ja nicht. Mach mal die Kühlschranktür auf. Da ist aber auch null drin, 0, gar nichts. Gibt es denn in diesem Haus gar nichts mehr zu essen? Typisch. Toni arbeitet... Aber warte mal, das müssen wir auch nicht... Wie kriege ich jetzt... Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Toni hat darin... Ja, ich wollte das doch gar nicht probieren. Ich wollte mal kurz gucken, ob wir die Socke nicht hier irgendwie... Ich glaube nicht, dass dann noch eine Socke versteckt ist. Ich glaube nicht, dass dann noch... Ja, ist doch gut, es tut mir leid. Okay, die dunkle Ecke, damit kriegen wir das nicht. Wir haben die Socke jetzt mit allem... Warum sollte das funktionieren? Okay, gehen wir nochmal in die dunkle Ecke. Ob ich hier die zweite Socke finde? Wohl eher weniger. Gut. Keine Chance. Proviant. Das Zeug habe ich gerade... So viel habe ich schon seit Jahren. Ja doch. Ja, ist doch gut. Hier. Kann man mit dem Proviant... Das wäre ein super Köder. Aber ohne Falle total verschwendet. Aha. Kann ich denn das damit kombinieren? Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade... So viel... Da sind schon genug verfluchte Glüh... Ja, okay, ich wollte das jetzt damit... Ich mag meine Wasabi roh. Ist so ein Tick von mir. Okay, ich brauche eine Falle, aber was für eine Falle, verdammt. Sehr interessant, aber... Gut, hier komme ich nicht rein, nirgendwo. Nein, ich habe noch... Okay, gut. Eine Spintüre. Ich habe mit Sicherheit hier irgendwo was vergessen. Waschbecken. Kann ich da... Wahrscheinlich auch nicht. Ob ich hier die zweite... Gut. Keine Chance. Das Zeug hat so viel... Ja, es tut mir leid.
Mann, dass man immer erst mit rechts klickt. Keine Chance. Das Zeug habe ich, so viel habe ich schon. Okay, pass auf. Geh mal erstmal hoch, damit ich das schon mal wegpacken kann. Ein Kissen? Moment mal, ein Kissen? Ach, Namu, guck an. Da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Okay, jetzt haben wir ein Sockenpaar, was wohl scheinbar als... Proviant, check eine Nein, warte mal, unterwegs. Das ist doch Quatsch, was ich mache. Nein, ich habe noch nicht zu Ende. Ja, du es fehlt nur noch die Zahnseitenproviant und das war. Okay, danke. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, 30 Minuten sind um. Das war's mit dem ersten Teil. Wir werden morgen natürlich weitermachen mit Deponia. Vielen lieben Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin alles Liebe und alles Gute. Ciao.